Hallo Astro Rebellin, Astro Rebell, willkommen zurück zu deinem Kanal der Astrologie. Mein Name ist Emmanuel von Sendstern. Ich bin dein astrologischer Lebensberater in Berlin. Bevor ich mit dem Thema dieses Videos starte, möchte ich diejenigen darauf aufmerksam machen, die diesen Kanal noch nicht abonniert haben, das jetzt zu tun, sodass unseren Kanal sich weiterentwickeln kann, sodass dieser Kanal 10 Stern Astrologie weiter wachsen kann. Das wäre eine große Hilfe für mich und selbstverständlich für alle Zuschauer. Vielen Dank. Liebe Fische, du beginnst den Monat mit einer Konjunktion zwischen Merkur und Saturn, zwischen dem ersten und zweiten Monatstag. Wirst du eine Angelegenheit, die dir Sorgen oder Angst gemacht hat, klären? Du wirst dich um eine Sache oder einen Menschen kümmern oder Kontakt mit jemandem knüpfen, der sich in einer schwierigen Situation befindet. Am zweiten Monatstag hast du Neumond in deinem Zeichen. Höchstwahrscheinlich wirst du dich am Monatsanfang vom Alltagsstress zurückziehen wollen. Dieser Neumond wird deine Intuition und Selbstbewusstsein verstärken. Und dies wird dir erlauben, Erfolg bei all deinen Belangen bezüglich deiner Weiterentwicklung zu ernten. Am 3. März hast du Mars und Venus zusammen mit Pluto in Steinbock in Konjunktion. Im Bereich der Freunde und der sozialen Kontakte gibt es viel Neues im März. Viele Fische werden mehr unterwegs sein oder mehr Zeit mit Bekanntschaften und Familienangehörigen verbringen. Zwischen dem 4. und 5. hast du Sonne Konjunktion Jupiter. Es ist wichtig, eine Führungsposition bei einer Angelegenheit zu übernehmen. Diese Konstellation trägt dazu bei, mehr an Beliebtheit und gesellschaftliche Anerkennung zu gewinnen. Bis Mitte April wird es dir gelingen, ein wichtiges Ziel zu erreichen. Eine Investition wird von Bedeutung sein. Möglicherweise hat man viele Geldausgaben. Am 10. des Monats hast du Merkur in dein Zeichen und bis 27. März werden Themen wie Partnerschaft, Wohnsituation und Familie viel mehr Energie von dir als sonst verlangen. Zwischen dem 11. und 13. hast du Sonne-Konjunktion Neptun. Du befindest dich in einer Lebensphase, die mehr Selbstbewusstsein und Eigenständigkeit von dir verlangt. Das Gesundheitsthema kann relevant sein. Zwischen dem 14. und dem 17. des Monats hast du Merkur, Sextil, Uranus. Ungeduld und Wunschdenken sollen vermieden werden, vor allem an diesen Tagen. Kopfschmerzen und Reizbarkeit sind möglich. Am 18. hast du Vollmond in Jungfrau. Im Bereich der zwischenmenschlichen Beziehungen gibt es viel Veränderung. Diese Aussage kann positiv oder negativ je nach persönlichem Horoskop sein. Am 19. hast du Venus Quadrat Uranus. Du fühlst dich von einem Menschen im Stich gelassen. Es gibt einen Menschen, der dich viele Sorgen oder Probleme bereitet. Am 20. hast du Sonne in Widder eingetreten. Bis 20. April können finanzielle Probleme eintreten. Zwischen dem 21. und dem 22. März, das ist eine spannungsreiche Konstellation, und das bedeutet, deine Beziehungen zu einem Kollegen oder Geschwisterteil werden sich verschlechtern. Am 23. hast du Merkur-Konjunktion Neptun. Körperliche Erschöpfung wird am Monatsende entstehen. Möglicherweise wirst du eine Sache überdenken oder die Übersicht einer Angelegenheit verlieren. Am 27. hast du Merkur in Widder eingetreten. Bis 11. April richtest du deinen Fokus zunehmend auf die Dinge in deinem Leben, die dir wichtig sind. Dadurch wirst du bessere und kraftvolle Entscheidungen treffen können. Und dann zum Schluss, am 28. hast du Venus-Konjunktion Saturn. Eine positive astrologische Veranlagung ist am Monatsende vorhanden. Diese wird sich in den Bereichen der Liebe und der Gesundheit zeigen. Liebe Fische, mit diesem allgemeinen Aussagen bin ich fertig mit der Prognose für März. Falls du eine langfristige und persönliche Prognose für deine Zukunft brauchst, kannst du gerne jetzt eine Beratung auf meiner Homepage buchen.
Ich wünsche dir viel Glück im März, alles Gute und bis zum nächsten Video.